Unter dieser Betrachtungsweise wäre also der tiefste Wunsch nicht Unsterblichkeit, sondern Sterblichkeit, endgültig sterben können, ein wahrscheinlich hoffnungsloser Wunsch nach endgültiger, ewiger Beschlossenheit. Denn das Dao wird nicht aufhören können, die Wesen immer wieder neu zusammenzusetzen, nachdem es sie in ihre Bestandteile aufgelöst hat, als eine ewige Wandlung. Und dabei ist es nicht einmal so, dass die Körper sich dabei selbst gehören würden, in der vermeintlichen Hybris ihrer Selbstvorstellung. Es ist auch nicht so, dass sie einfach nur einen Zyklus durchlaufen von aufgelöst werden und wieder neu zusammengesetzt werden, sondern dass dieses ganze Programm eine Beschleunigung, eine Hetze, eine Angstpanik ausgestattet wird, nämlich einerseits das unbedingt Überleben Wollens aller Körper und dennoch der Unvermeidlichkeit des Scheiterns dieses Wunsches, das Programm ist also ein akzentuiertes Programm. Der Krieg ist der Vater aller Dinge. Er hetzt die Wesen durch diese Unmöglichkeitsspanne des unbedingt überleben Wollens und aber nie überleben Könnens dazu auf, noch mehr Hochrüstungs Versuche, noch mehr Anstrengung, noch mehr Leistung, noch mehr Sehnsucht und Dagegenstrampeln, noch mehr Erfindungen des dennoch irgendwie Überlebenwollens zu experimentieren, auszufälteln, die Strukturanpassungen des Körpers an die Funktionsveränderungen des kontinuierlichen Verwandelns der Umwelt immer noch hochgerüsteter, ausgefeilter zu produzieren. Also nicht einfach nur die Angst, immer wiederkehren zu müssen, wie der Nietzsche sagte, als das immer wieder Gleiche, sondern ein immer wieder neu verandertes, neu aber witzigeres, noch mehr findiges, mimikriartiges, gehetztes, mit Sehnsucht und Hoffnung nach dennoch irgendwie überleben können, nie sterben müssen, ausgestattetes Wesen. Denn Leben ist Pflicht und sei es nur einen Augenblick. Denn die Reinheit der Nichts in Erdheit kann nicht erreicht werden durch zunehmende Ausdünnung, zunehmende Zunahme der Entropie, sondern kann nur durch kontinuierliche, immer mehr Verkomplexierung, immer mehr Agglomeration, immer mehr Zusammengeballtheit, immer mehr Selbstverunmöglichung, immer mehr Verdichtung von immer größeren Materiehaufen mit noch anderen immer größer werdenden Materienhaufen, bis endlich am Ende durch in sich selber hineinkollabieren alle Schwarzlöcher den Rest aller anderen Schwarzlöcher
wechselseitig aufgefressen haben und dann erst der ewige Stillstand, die ewige lediglich Virtualität, aber nicht Materialisierung eines nicht aufhören könnenden Wechselspiels von Wandel und Werden und Weg und wieder Ausradieren des Wegs und neuem Wandel zu erzeugen. Also vermutlich ist die größte aller Hoffnungen, nämlich nach dem Aufhören der Anstrengung, der Leistung, des Getriebenseins, der Anforderungen, der Herausforderungen, der Todesangst, dem Phantasma des dennoch irgendwie unbedingt leben Wollens, ja, wahrscheinlich ist diese Hoffnung eines anderen Unsterblichen als den ewigen Stillstand, als der ewige Tod des Parmenides, nur eine gedankliche Gegenposition der Vertikalen gegen den immer fließenden Wandel der Horizontalen Oberfläche.